Wer bei der letzten Folge dabei gewesen ist, der wird gesehen haben, dass sich Simon Terodde so schwer verletzt hat in Regensburg, dass er im Anschluss an das Spiel sein Karriereende verkündet hat. Dementsprechend brauchen wir jetzt Ersatz, haben uns auf dem Markt der freien Spieler umgesehen, sind auf den Australier Mitchell Duke getroffen, bieten ihm hier einen Vertrag an, können uns allerdings nicht auf die Rolle im Kader einigen. Ja, dementsprechend haben wir die Verhandlungen mit Mitchell Duke ganz schnell aufs Eis gelegt bzw. abgebrochen. Ja, und müssen leider feststellen, dass da so schnell nichts mit einer Nachfolge wird. Wir suchen auch nicht direkt eine Terodde-Nachfolge, sondern ein Backup für Martin Pieringer, der ab sofort unser Mittelstürmer Nummer 1 sein wird. Ich hätte auch Marius Bülter in die Sturmspitze stellen können. Allerdings will ich den über den linken Flügel weiterhin kommen lassen. Ja, naja, wie gesagt, wir konnten uns hier mit dem Spieler nicht einigen. Gehen somit bis zur Winterpause weiter mit Marvin Pieringer. Müssen uns jetzt irgendwie arrangieren mit dem. Und ja, im Winter müssen wir dann gucken, dass wir einen neuen Stürmer verpflichten. Vielleicht könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da vielleicht jemanden auf dem Schirm habt für mich. Ja, schreibt einfach mal rein. Ansonsten wünsche ich jetzt viel Spaß mit dem Spiel. Wir spielen zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf und gehen rein. Yeah.
Tor für Düsseldorf. Die Nummer 38. Ruben Hennes.
Schenk, Thomas Plehne. Neu auf dem Feld, die Nummer 11, Felix Klaus.
Saison. Neu im Spiel, die Nummer 8, der E-Platzer.